jetzt deine Farben, Oktopus! Ja! Du bist mein neuer Lieblingstintenfisch-Oktopus! Schon bald werden all die schnellen Color-Reveal-Autos mein sein! Drei, zwei, bereit zu verlieren, Kumpel? Eins, los! Oh ja, keiner schlägt den Chat. Wuhu, Sophia, ja! Sophia, ja! Wie reizend von euch. Wer will als nächstes gegen mich fahren? Hier, ich, Sophia! Bitte nimm mich! Sophia, Sophia, Sophia! Hier drüben, Sophia! So frustrierend. Jeder findet, dass Sophias Speed so schnell ist. Aber woran liegt es, dass Sophia so ein flinker Flitzer ist? Ich habe euch doch gesagt, dass ihr anklopfen sollt. Gute Idee, ihr Halunken. Der Schlüssel zu ihrer Schnelligkeit muss wohl ihr schnelles Aussehen sein. Offenbar benötigen wir ein paar Autos, die genauso schnell aussehen. Schon bald werden die schnellen Color Reveal Autos mir gehören. Los, ihr zwei! Besorgt mir das schnellste Color Reveal Auto in Hot Wheels City! Ja, bringt mir das schnellste Color Reveal Auto, Jungs! Und schon bald bin ich der schnellste Rennfahrer in Hot Wheel City. Vroom, 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 vroom. Vroom, 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 vroom. Hab ich dich, Draven. Vroom, 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 vroom. Mami, ich bin noch in Therapie. Hab dich lieb, Mami. Vroom, vroom! Ich bin wach. Draven ist putzmunter. Vroom, 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 vroom! Gute Arbeit, Untergebener. Augenblick mal. Wo sind all die schnell aussehenden Autos? Vroom, vroom, vroom! Ach ja, richtig. Das sind doch die Color Reveal Autos. Na dann, zeigt her eure echten Farben. Der sieht vielversprechend aus. Mach schnell, Oktopus. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Immer weiter waschen. Ich muss den schnellstaussehendsten von allen finden. Du bist jetzt unter meiner Kontrolle, Oktopus. Morgen, Chase. Morgen, Quinn. Was wollen wir heute machen? An so einem friedlichen Tag kann man alles Mögliche machen. Wird's mal, Oktopus! Schwing die Tentakel, na los! Draven! Schnell, wir müssen helfen!
Mit seiner echten Farbe sieht er besonders schnell aus. Das war's für dich, Sophia Speed. Diese Stadt hat einen neuen Rennstar. Stopp, Draven! Sieh an, sieh an. Wen haben wir denn da? Was sollen wir nur diesmal mit euch beiden anstellen? Ich weiß. Na los, Leute, teilt euch auf. Schnappt uns doch. Oh nein! Kommt zurück! Warum? Bleib endlich stehen! Warum, warum, hey, ich rede mit dir! Warum, warum, warum? Wo ist der nur hin? Ich muss wohl über die Brücke. Ah, ein Alligator? Warum, warum, warum? Ich hatte ihn fast. Warum, warum? Vroom, vroom. Vroom, vroom. Vroom, vroom. Die Typen sind schnell, aber ich bin schneller. Ah, Hilfe, ich werde gefressen. Hier wird mich garantiert niemand finden. Außer mir. Sophia? Draven? Ich bin frei. Hilfe! Ich rette dich, Chase. Ich schnapp dich, Draven. Nie im Leben. Komm zurück, Draven. Hilfe! Halt durch! Ich halte es nicht mehr lange aus. Geschafft, Chase. Danke, Quinn. Oh nein! Dravens toxischer Gorilla nimmt die Tankstelle auseinander. Wir müssen etwas unternehmen. Ich hab da eine Idee. Steig ein. In Dravens Schlange? Okay. Nimm dich in Acht, Draven. Diese Schlange hat Hunger. Wo ist Draven hin? Mein toxischer Gorilla liebt schnelle Sportwagen. Lass mich los, Gorilla. Ich schmecke ganz fürchterlich. Ich will hier raus. Was? Meine Giftschlange? Das ist jetzt unsere Giftschlange, Draven. Gorillas hassen Giftschlangen. Ich komme, Sophia. Oh nein. Oh nein. Das ging aber schnell, Gorilla. Jetzt bist du dran, Gorilla. Du solltest besser deinen Kopf benutzen. Wartet, Freunde, ich komme. Nie die Brust meines Gorillas treffen. Das ist ein einziger Wunderpunkt. Habe ich das gerade laut gesagt? Oh nein! Mach einen Abgang, Gorilla! Nein! 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 Uff! Puh! Geschafft! Du hast mich hängen lassen, Gorilla. Das ist nicht fair. Gar nicht fair. Was? Nein, nicht du auch noch. Nein, nein, nein! Puh, danke, Quinn. Oh, nicht dafür. Und wieder mal haben unsere Helden Draven daran gehindert, die Color Reveal Autos zu stehlen. Bleiben Sie dran für die neuesten neuen Neuigkeiten. Unglaublich, wie friedlich es ist. Hallo, Herr Nachbar. Autos gucken sich Filme im Kino an. Von der Spitze der ultimativen Garage. Auf zum Surfen. Düst Elliot in die Tiefe. Juhu. Und funktioniert das Brett, auf dem er landet, kurzerhand zu einem Surfboard um. Heute ist der perfekte Sonnentag, um mein neues Surfbrett auszuprobieren.
Chase und Sophia wollen auch mit surfen. Rückmannstück, Elliot. Hey, Chase. Ganz Hot Wheels City ist im Surffieber. Und alle sind heute draußen auf dem Wasser. Aber sowas von. Ich kann schnell fahren, aber noch schneller surfen. Wetten, da kannst du nicht mithalten, Elliot. Oh, die Herausforderung ist angenommen, Sophia. Wuhu! Du kriegst mich nicht. Wuhu! Gut gefahren. Elliot hat Quinn am Strand entdeckt. Hey, Quinn, das hier ist der große Surfwettbewerb und ich werde ihn gewinnen. Ich nehme auch daran teil, aber ich muss mich voll konzentrieren, bevor ich lossurfe. Dabei kannst du dich konzentrieren? Das ist doch viel zu laut. Ich verstehe dich nicht, es ist zu laut hier. Oh, mir fallen gleich die Ohren ab. Ah, das ist echt beruhigend. Ich verstehe kein Wort, weil die Musik viel zu laut ist. Aber keiner von ihnen ahnt, dass in der Ferne etwas lauert. Etwas sehr Unheimliches. Jungs und Mädels, willkommen zum super-duper Hot Wheel City Surf-Wettbewerb, wo jeder ein Gewinner ist, solange er nur Spaß hat. Und was macht mehr Spaß, als zu gewinnen und eine Trophäe zu bekommen? Trophäen? Ach komm schon! Tja, Pech, aber ich werde gewinnen. Vergiss es, Elliot. Diese Trophäe gehört mir. Keine Chance, Quinn. Ich werde gewinnen. Herausforderung angenommen. Ja, wuhu! Ihr liegt alle falsch, Freunde. Beim Surfen geht's nicht ums Gewinnen. Surfen ist... Feuer wirklich los. Schnappt euch eure Boards. Piu, piu, piu. Macht euch bereit, Surfer. Der Surfwettbewerb beginnt in 3, 2, Tintenfisch! Tintenfisch? Da wird jetzt keiner Fotos machen können und Schiffe werden sich auf See verirren. Eis und fieser Tintenfisch! Die Autos, die eintreffen, wissen nicht, was sie tun sollen und befürchten, dass sie den Tintenfisch nicht besiegen können. Ach du dicker Tausendfüßler! Die Bürger von Hot Wheels City sind in Gefahr. Alle mal herhören. Der Surfwettbewerb wird abgesagt. Und der Tintenfischjagdwettbewerb wird gleich eröffnet. Und wer auch immer ihn besiegt, kriegt eine riesengroße Trophäe. Ich versuch's zuerst, Elliot. Chase kommt als erster dran. Dieses Monster hat keine Chance gegen mein Netz. Der fiese Tintenfisch ist zu groß. Chase verfängt sich selbst in seinem Netz. Oh, oh, oh. Hab ich gewonnen? Nö, verloren. Oh. Weil du zu langsam bist. Wuhu! Ja! Sie ist so schnell wie ein Gepard. Tschüss, Monster. Hallo, Trophäe. Sie stürzt sich auf den Tintenfisch, aber sie verfehlt ihn. Ups. Oh. Oh je, das hat wohl nicht geklappt. Ach, Menno. Tja, auch verloren, Sophia. Mal sehen, ob Elliot ihn ausschalten kann. Den gucke ich mir mal genauer an. Er hat so viele Tentakel, das sind mindestens 5 oder 6. Genau genommen hat er 8 Tentakel. Stimmt, Okto bedeutet 8, deswegen heißt er ja auch Oktopus. Ein Oktopus kann seine Farbe verändern, um sich zu tarnen. Hat 3 Herzen und das größte Gehirn aller wirbellosen Tiere. Schluss jetzt mit Tierkunde! Hilfe! Uah! Jetzt kommt's auf mich an! Quinn versucht ihn mit seiner Strahlenpistole zu erledigen. Mit meinen Anti-Oktopus-Strahlen ist mir die Trophäe so gut wie sicher. Hä? Warum hat das nicht geklappt? Oh, das waren meine Anti-Katzen-Strahlen. Echt peinlich. Nichts wie weg hier, Elliot! Was machen wir denn jetzt? Ihr habt so viel Zeit damit verplempert, euch gegenseitig zu bekämpfen. So macht ihr euch nur selbst fertig, Leute. Was soll das denn heißen? Beim Surfen geht es um Harmonie mit der Natur und mit euren Freunden. Was
Was hat das mit dem Tintenfisch zu tun? Dieser Tintenfisch hat geschlafen wie ein Baby, bis das Feuerwerk und das ganze Geschrei seine Ruhe gestört haben. Ihr könnt den Burschen nur ruhig stellen, indem ihr mit ihm chillt. Alle zusammen. Aber wenn wir alle zusammenarbeiten, wer soll denn dann am Ende die Trophäe bekommen? Weil jeder die Trophäe unbedingt haben wollte, haben sie jetzt den Salat. Jetzt müssen sie gemeinsam dafür sorgen, dass der Tintenfisch wieder einschläft. Wer macht mit? Ich bin dabei. Dieses Monster wird schon bald Schäfchen zählen. Aktiviere Mission Schlaflied. Ja! Schritt 1. Elliot schließt ein Kabel an Quinns Boombox an. Schlaflied eingeschaltet. Schließ deine Äuglein gleich, schläfst du ein. Jetzt die Schafe. Chase reitet auf einer Welle mit dem Bild eines Schaffisches vorbei. Schlaf! Zeit für ein Nickerchen, Dickerchen. Süße Träume. Es klappt. Er wird schon schläfrig. Er sieht so friedlich aus. Wir mussten ihm noch nicht mal wehtun. Und wir haben es zusammen geschafft. Gute Arbeit, ultimative Garagengang. Ja! 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 Psst, nicht so laut. Weck den Oktopus nicht auf. Den Tag mit meinen Freunden zu verbringen, ist echt besser als eine alberne Trophäe zu gewinnen. Ich bin stolz auf dich, Kumpel. Sind Surfwettbewerbe immer so aufregend? Das ist doch nur der Anfang. Das Team hat sich für Teamarbeit und gegen den Wettbewerb entschieden, um zusammen den Tag zu retten. Hey, Elliot. Kommt dir nicht auch irgendwas komisch vor? Meinst du, dass meine Finger verschieden lang sind? Nein, ich meine die Autos. Die Farben sind futsch. Was ist denn hier los? Das ist bisher mein größtes Schurkenstück. Jawohl, eine Entfärbungslasermaschine, damit alle Autos in Hot Wheels City bloß noch aussehen wie langweilige schwarz-weiße Schrottkisten. Keine Autorennen mehr und keine waghalsigen Stunts. Die bunten Autos werden ab sofort nicht mehr bunt sein. Was sagst du dazu, Giftschlange? Entfärber-Lasermaschine ist nur ein Arbeitstitel. Mir fallen bestimmt noch wirklich coole, fiese Namen ein. Wir müssen schneller sein als dieser lahme Strahl. Vollgas! Das nenne ich ein Laser-Looping. Und das ein Laserstrahl-Querschläger. Wieso schleichen wir plötzlich so, Elliot? Forward Force ist nicht derselbe, wenn ihm der purpurfarbene Asphalt fehlt, der sich so schön vom Gibgas-Goldglitter abhebt. Mir fehlt ehrlich gesagt der Schwung, vorwärts zu fahren. Ich habe echt null Bock. Ich weiß, was du meinst. Ohne das Blast die Tür weg schwarz und dem coolen Rot für die Zierleisten hab ich nicht mal Bock, einen Gang beim Nightshifter einzulegen. Hey, Jungs, wie ist es denn so auf der Kriechspur? Voll öde. Dann muss ich wohl gegen mich selbst antreten. Ich bin sowieso die Einzige, die gegen mich ankommt. Cool. Mach doch, was du willst. Ah, Twinmill! Ich hab gedacht, du willst ein Rennen fahren. Ohne das feurige Rot und den Felgen, die Titanfarben schimmern, ist Twinmill nur einer von vielen anderen. Draven, wetten, dass er uns die Farben der Autos geklaut hat. Und bald wird er der schnellste und coolste Fahrer sein. Ja, seht ihr? Das ist mein wirklich böser Plan. Ich hab euch doch gesagt, dass ich einen habe. Und wer lacht jetzt? Hat irgendwer Draven gesehen? Oder ist irgendwem eine Laserkanone aufgefallen? So endet also unsere berühmte Rennfahrerkarriere. Wir halten uns strikt an das Tempolimit. Im ersten Gang ein Leben lang. Lass dir Zeit, Kleine. Wir haben es nicht eilig. Schlechte Nachrichten, Jungs. Ich kann Draven nicht finden. Ich fürchte, wir werden für immer langweilig bleiben. Worauf zeigt sie denn da? Auf die Autowaschanlage? Das ist es. Die Wagen kommen so aus der Waschanlage, wie sie vorher gewesen sind. Sauber, bunt und wie neu.
Also, willst du behaupten, dadurch werden unsere Autos wieder richtig cool? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Gebt Gas! Jetzt zählt wirklich jede Sekunde! Nicht so schnell. Immer schön langsam, Leute. Ich bin jetzt der schnellste Fahrer von ganz Hot Wheels City. Ich komme schon an der Schlange da vorbei. Eines schönen Tages. Haben wir uns in solchen Situationen nicht immer was Abgefahrenes und richtig super Cooles einfallen lassen? Bevor wir so langweilig wurden, waren wir da nicht immer blitzschnell? Gib Gummi! Tritt dein Pedal durch! Volles Brett! Wir brauchen mehr Antrieb und deshalb können wir nur eins machen, den Hot Wheels City Drift. Alter, der ist echt legendär, aber auch gefährlich. Denn wenn du den vergeigst, dann driftest du vielleicht für immer. Wir haben nur eine einzige Chance. Jetzt, Schleudergang! Also ich nenne das Stunt mit Schlange. Der war gut, Elliot. Gelaufen, Draven. Sieht ganz so aus, als wärst du offiziell immer noch der langsamste und uncoolste Fahrer von ganz Hot Wheels City. Na bitte, offenbar ist in Hot Wheels City alles wieder ganz normal. Naja, also fast normal. Das da ist nicht normal. Nope. Die neuesten Nachrichten. Draven, das böse Genie von Hot Wheels City, feiert eine Geburtstagsparty und zwar mit all seinen riesigen, giftigen Monsterfreunden. Was könnte dabei schon schieflaufen? Echt jetzt? Draven hat alle seine Monsterkumpel wieder zusammengetrommelt? Ja, er feiert Geburtstag und das sind nun mal seine einzigen Freunde und giftig sind die auch nicht mehr. Jeder hat das Gegenmittel bekommen. Also ich bin mir da nicht so sicher, Chase. Und was sagt ihr zu der Hüpfburg? Es wird wirklich eine Hüpfburg geben? Abgefahren! Nur keine Sorge, meine Süßen. Schon sehr bald seid ihr wieder die guten alten Giftmonster. Was hast du da gerade über Giftmonster gesagt, Draven? Oh, kommt schon, darüber macht euch keine Gedanken. Und warum grinst du so fies und reibst dir dabei die Hände? Ich bin nur aufgeregt wegen der Party. Und wenn ihr mich dann bitte entschuldigen würdet, ich muss jetzt rüber zum Friedhof. Denn da muss ich noch mehr Giftschleim ausgraben. Was? Echt jetzt? Das war nur so eine Redensart. Bis später, Alligator. Ich bin mir bei dem Typen nicht hundertprozentig sicher. Du meinst, es wird überhaupt keine Hüpfburg geben? Willkommen zu meiner Geburtstagsparty. Testet doch mal die Draven-Super-Rennstrecke aus. Zeigt, was ihr drauf habt. Landet mit etwas Glück in der Hüpfburg und gewinnt eine Überraschung, die sowas von überhaupt nicht fies sein wird. Kleiner Fingerschwur. Coole Party. Ja, obwohl mir diese Riesenmonster irgendwie die Laune vermiesen. Sophia Speed, die schnellste Fahrerin von ganz Hot Wheels City. Wohl eher die zweitschnellste. Nach mir, Bruder. Komm schon, Elliot, wir können das Ding rocken. Haben wir gewonnen? Was ist unsere Überraschung? Überraschung, ihr Narren! Was ehrlich gesagt keine wirkliche Überraschung ist. Irgendwie hatte ich gehofft, die Überraschung wäre Eis. Da keiner mehr da ist, um Eis zu verdrücken, könnt ihr von mir aus alles haben. Meine absolute Lieblingssorte. Leckerer Giftschleim. Haut ordentlich rein.
Sophia Speed! Hast du etwa gerade die gleiche Idee wie ich? Wenn Vampire sich nicht im Spiegel sehen können, warum sitzen ihre Haare dann immer so perfekt? Nein, wobei das eigentlich keine so dumme Frage ist. Ich finde aber, dass wir ihr helfen sollten. Diese Monster sind echt superschnell. Nicht einmal Sophia Speed kann vor denen abhauen. Und das, obwohl sie die schnellste Fahrerin der ganzen Stadt ist. Nun, darüber kann man streiten. Eine Menge Leute halten mich für den schnellsten. Wer denn zum Beispiel? Lauter ziemlich kluge Köpfe. Aber dafür haben wir jetzt keine Zeit, Elliot. Ich habe eine Idee, wie wir die Monster aufhalten können. Folgt mir einfach und bleibt cool. Los, fangt uns doch, ihr riesigen, hässlichen Giftmonster! Nicht nötig, sie noch wütender zu machen, Elliot. Hirnfrost von eiskaltem Eis, der Klassiker. Plus Zuckerkoma. Ausschaltung der Giftmonster erfolgreich beendet. Danke, ihr beiden. Ich schulde euch was. Haben wir gern gemacht, Sophia Speed. Schnellste Fahrerin von Hot Wheels City. Zweitschnellste. Wie oft muss ich das noch wiederholen? Ihr nervtötenden Wichtigtuer habt vielleicht meine Monster aufgehalten. Aber mich hält nichts und niemand auf. Na gut. Eine riesige Giftschlange, der das Hirn von zu viel Eis eingefroren ist, schafft es möglicherweise doch, mich aufzuhalten. Aber bestimmt nicht lange! Ihr dusseligen Giftmonster! Du wirst mich niemals schlagen, Sophia! Sag niemals nie, Draven! Schon bald wird die Mega-Garage mir gehören. Ich komme, Draven. Vroom. Also gut, Untertanen. Ich weiß, ihr seid müde von all dem Chaos, das ihr verursacht habt, aber ich habe Neuigkeiten für euch. Ihr müsst noch mehr Chaos verursachen. Was meint ihr mit Nein? Entschuldigt mal, denkt an all das Chaos, das noch vor uns liegt. Kommt schon, wir haben Giftkreaturen überall in der Stadt, die nur darauf warten, alles zu verwüsten. Ich werde aufgefressen. Dazu könnt ihr doch nicht so müde sein. Vroom, vroom, vroom. Na schön, aber was ist mit dem riesigen Oktopus, der die Farben der Autos verändern kann? Oder der Gorilla, der Autos durch die Luft schleudert? Vroom, 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 vroom. Urlaub? Das ist nicht euer Ernst. Vroom, 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 vroom. Dann viel Spaß beim Chaos am Strand verursachen ohne mich. Vroom, 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 vroom. Von mir aus, ich habe euch eh nie gebrauchen können. Dann nehme ich halt mein Chaos und fahre nach Hause. Also gut, Freunde. Es ist Montagmorgen und ihr wisst, was das bedeutet. Zeit für Party! Oh yeah! Aha! Aha. Aha. Ich habe es so satt, in einer Höhle zu wohnen. Die Mega-Garage wäre der perfekte Ort für meinen neuen Unterschlupf. Dravens neuer Unterschlupf 2.0. Los geht's! Junge, so ein oranger Spiralenaufzug ist geradezu perfekt für all meine Schurkenaktivitäten. Da ist Draven! Oh nein! Alle weg hier! Ich stecke fest! Danke! Wartet! Ich bin nicht hier, um Chaos zu verbreiten! Wirklich kein Chaos?
Kein Chaos, versprochen. Ich bin nur hergekommen, um Sophia Speed herauszufordern. Moment mal, wo ist Sophia überhaupt? Hier, Draven, was willst du? Die Mega-Garage. Aber diesmal möchte ich sie mit fairen Mitteln gewinnen. Du und fair? Ja, ist klar. Sophia, ich fordere dich zu einem Rennen durch Hot Wheels City heraus. Wenn du gewinnst, verspreche ich, für immer in meiner Höhle zu wohnen. Sollte jedoch ich gewinnen, wird die Mega-Garage mein neues Zuhause. Auf alle Ewigkeit! Das Rennen geht durch die Innenstadt, von der Tankstelle zum Transporter, vorbei an der Autowäsche zum Burger- und Eisladen, Richtung Polizeistation, Super-Ultimate-Garage, Stunt-Garage und Ultimate-Garage. Und zurück zur Mega-Garage. Kapiert? Mach das nicht, er lügt doch wieder. Herausforderung angenommen. Sophia, nicht! Ich heiße doch nicht umsonst Sophia Speed. Also gut, legen wir los. Versprichst du nicht zu schummeln? Die Frage sollte eher ich stellen. Auf eure Positionen. Fertig. Los! Sophia. Pass gut auf, Draven. Echt jetzt? Mein Tank ist leer? Wendy, Gregory, würdet ihr mich zur Zapfsäule schieben? Aber sicher, junge Dame. Upsi. Ihr zwei seid die Besten. Das wissen wir. Das Rennen ist noch nicht gelaufen. Das wird lustig werden. Merkwürdig. Wo muss ich denn lang? Die Strecke führt hoch zum Gorilla? Ich muss hier ein Rennen gewinnen, Gorilla. Ich krieg dich, Draven. Sorry, Leute. Wow, wow, das ist nicht fair, Draven. Du schlägst mich nie, Sophia. Sag niemals nie, Draven. Komm zurück, Draven. Ugh!
gehört die Ultimate-Garage mir. Ich komme, Draven. Fast im Ziel. Sophia könnte unsere Hilfe gebrauchen. Komm mit, Viper. Komm schon, Viper. Wie es aussieht, gehört die Mega-Garage endlich mir. Nein, nein, das ist nicht fair. Juhu, ich hab gewonnen. Sophia Speed ist unsere Gewinnerin. Brum, brum, brum. Wahnsinn, wuhu. Ja, das war der Hammer. Du hast ihn besiegt. Woohoo. Ich hab's geschafft. Ich hab tatsächlich gewonnen. Das hast du, Sophia. Du hast Draven besiegt. Sophia Speed hat wieder mal den Tag gerettet. Das Mädchen hat Speed. Bleiben Sie dran für neueste Neuigkeiten.